zusammen. Das spielt quasi so im Untergrund. Ja, also eigentlich fast wie eine Illegalität. Es kommen Wörter vor. Und früher hat es ja so eine illegale Barbewegung gegeben. Also in Zürich auf jeden Fall war es sicher nicht anders als in Basel. Schweden oder so. Und ich war natürlich eine Beteiligte dort. Also ich habe mich wohl gefühlt in dieser Kultur. So, das ist eher so in der Keller, also so eben im Untergrund. Und jetzt wissen eigentlich schon recht viel. Auf jeden Fall, es geht einfach so ein bisschen um das Feeling von, wie wenn es jetzt illegal wäre. Wir haben Eintritt gezahlt, aber es ist illegal. Und ihr findet es super cool, weil es illegal ist. Und fühlt euch auch ein bisschen dreckiger wie sonst, weil es eben weil es auch dreckiger ist. Und das Bier gibt es erst nachher, aber sonst ist eigentlich so. So das Setting ist klar. Und ich habe es immer so als ein Gruppenerlebnis. Ich bin dann nicht alleine dort. Sondern eben, das Piece ist jetzt auch nicht ein klassischer Rap, sondern es ist eigentlich das Piece, das nur zusammen entsteht mit diesen Leuten, oder? Die auch da waren, aber die sind jetzt nicht da, das sind die Leute. Und in dem, also vor mir, ich mache immer so, ich fange extrem schwierig an und nachher wird es ganz einfach. Also, ich würde nur Weischna sagen. Sagen, singen, rufen, schreien, weisst du noch. Und ich sage euch auch noch wann. Okay? Das ist so. Eigentlich so. Das ist jetzt wie ein Versuch, ich habe es noch nie so anmoderiert gemacht. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass man auch mal. Nicht erst im Stück, weil wenn der Beat schläft und ich rede dann über den Beat, gehört man es nicht so gut, dass ich es sage. So. Ich kann nie Lehrer werden. Ich bin mit dir.
den Track, schick das Mikrofon, küss. Immer cool, wenn man am Schluss nicht alleine wirst, ja. DJs legen auf, bis alle Scheiben tropft und MC kommentiert, bis die MCs wieder hoffen, ja. Ladies tanzen Hüfte nach Hüfte im Mittelpunkt, drum kommen die CDs noch gern auf den Schlummertrunk. Und die Party geht noch lang, auch wieder eine leere EZ, Bier von der BP, Adrang auf dem WC, denen sind sie dann am Lärm, sich keiner und auf eine Frau, ich bin wie immer mindestens zwei Männer, weißt du noch? Weischna, aber möglichst cool, möglichst unauffällig, so. Weischna, so. Weischna. Weischna. Hey, ja. Weischna. Und keiner hat es vergessen, nach einer Nacht. Ich kannst dir sicher eine Woche waschen, aber für den geilsten MC inhalieren die Leute Asche. Gehen im Hinterhof, schlafen ab, folgen den Lichtern, weil das sind Kalle, die gewählt. Bedeutet viel geile Sicher, ja. Illegale Barbe, was heisst das schon? Das Barbieren an, ein kleiner Dancefloor, ein MC und ein Mike. Einer, der so antagt, ein paar Leute, die Kontakt suchen ohne Anzeige. Kultur ohne Masse und ohne Unterstützung, dafür eine coole Posse und der MC ist flüssig. Weil Kultur ist da noch fangen mit der Eintritt, wo man zahlen, aber die Stadt hat es noch nicht geschlagen nach dem nächsten Krawall. Weischna. Ey, ja! Die Möglichkeit. Weischna. Weischna. Die Arschplattform, ich brauche keinen künstlichen Ausgang, ich brauche einen Ort mit Charme, wo eine Leute drin von mir auffangen. Es geht jetzt nicht um die Nachbarn, und auch nicht um die Nachtruhe, weil der Stillstand im Land hat schon genug Kultur in dieser Stadt, um sogar verboten Musik zu machen. Für mich sind ja 16 Bleiben, sind sie verfilzt, wenn du bist. Erben, der Bakterien aus der Dusche.